haben die Losung von Dach auf gelernt und wurden steinhart dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit vergangen, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Vor der Mündung der Gewehre leben wir bei Tag und Nacht. Wo man auch zu den Stationen noch ein bisschen was sehen kann, wo wir hingehen. Josef Samuel Bloch hat, als er Rabbiner war, in Floridsdorf so ausgesehen. Das ist ein Foto von ihm, da war er circa 32 Jahre alt. Also das war damals der Rabbiner in Floridsdorf und er hat von 1850 bis 1923 gelebt. Also vor wenigen Wochen war erst sein 90. Todestag und er hat in seinen letzten Jahren sehr viel ist auch seinen Erinnerungen aus meinem Leben, ein Buch, das 1922 erschienen ist, zu entnehmen. Aus diesem Buch ist auch dieses Foto. Das ist ein altes Porträt von Josef Samuel Bloch. Und der Park hier ist nach ihm benannt worden im Mai 2002. Damals gab es auch im Bezirksmuseum eine Ausstellung über Josef Samuel Bloch und seine Zeit. Ja, es gab auch, dankenswerterweise hat der Verein Steine der Erinnerungen ja recherchiert, die Namen mit dem TÖV gemeinsam, die Namen der deportierten Jüdinnen und Juden aus Floridsdorf. Und gleich hier am damaligen Bismarckplatz, am heutigen Hostplatz, Hostplatz Nummer 6, gab es einen, der deportiert wurde. Und zwar Abraham Ebel, geboren 1874. Also wir werden jetzt immer wieder dort, wo wir vorbeigehen, und Sie werden auch sehen, wie viele das betroffen hat, also immer wieder bei Häusern Namen dann sehen, wo man erinnert an Mitglieder der damaligen jüdischen Gemeinde. Und lassen Sie mich einige kleine Worte zu dieser Situation hier in der ehemaligen Schindlergasse, heute Breitergasse, sagen. Die Synagoge in Floridsdorf wurde 1875 erbaut, war damals natürlich, weil es 1875 gebaut wurde, im Dorf Floridsdorf. In Wien selbst hat es zu dieser Zeit auch nur drei Synagogen gegeben. Und diese Synagoge wurde im Jahre 1938 von der israelitischen Kultusgemeinde dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung gestellt. Mit dem Bemerken, diese Synagoge sollte ein Krankenhaus oder Lazarett werden. Es ist aber in der folgenden Zeit zu keinem Krankenhaus geworden, sondern es wurde ein Lager daraus gemacht. Und im Jahre 1938, in der sogenannten Kristallnacht, wurde laut Unterlagen, da gibt es zwei Meinungen, diese Synagoge nicht zerstört. Erst im Jahre 1945 bei den Bombenangriffen und bei den Kriegshandlungen in Floridsdorf wurde die gesamte Gegend hier leider in Mitleidenschaft gezogen. Sie wissen, es hat einige Fabriken, es hat eine Raffinerie, es hat die Bahnanlage gegeben und daher wurde dieses Gebiet sehr, sehr stark bombardiert und auch diese Gegend in Mitleidenschaft gezogen. Und da zu der Zeit wurde die Synagoge eben beschädigt. Und ich weiß aus Bekanntenkreisen, dass hier in dieser Synagoge aus diesem Lager Lebensmittel und andere Dinge von der Bevölkerung requiriert wurden. Und die Synagoge wurde dann nicht mehr aufgebaut. Im Jahre 1949 hat es einen neuen Flächenwidmungsplan gegeben, wo diese Synagoge, weil die Schindlergasse, die damalige anders hier verlaufen ist, schon treffen zu können. Denn das, was dann 1938 im November passiert ist, mit dem Zerschlagen der Geschäfte, Besetzen der Wohnungen, Verhaften von Menschen,
es ist recht viel, man kann jetzt nicht mehr alles sagen, war durch dieses Gesetz und durch diese Maßnahme, die schon 1938 im März ausgesprochen wurden, gedeckt, sodass jene Menschen der Nationalsozialisten, die jüdische Bevölkerung, sehr, sehr drangsaliert und halt manchmal zu Tode kommen lassen. So, und das war halt sehr schwer. Aber bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen auch nicht nur die Situation von November 1938, das Programm, bedenken, sondern das, was nachher passiert ist. Diese Situation von 38 Jahren hat den direkten Wege dazu geführt, dass Konzentrationslager errichtet wurden. Nicht nur jenes Konzentrationslager Dachau, wo die jüdische Bevölkerung und auch die anderen im März 38, sondern auch die im November 38 dorthin gekommen sind, sondern es hat darüber hinaus Konzentrationslager gegeben. Und Hanne Schwantner wird es bestätigen, wir waren jetzt erst in Auschwitz und haben sich die fürchterliche Situation angeschaut, die dort gewesen ist. Vernichtungslager. Diese Vernichtungslager wurden gezielt von den Nationalsozialisten eingerichtet, um alle jene, die nicht dem System hundertprozentig angehörten, zu vernichten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vergessen Sie bitte niemals, was in dieser Zeit von 38 bis 1945 geschehen ist. Und das wurde heute schon erwähnt. Nicht weit von uns, wenige Kilometer über unsere Landesgrenzen hinaus, gibt es bereits wieder Gegenbewegungen. Ja, vielen Dank. Das waren einige Informationen aus der Sicht des Bundes der sozialdemokratischen Freiheitskämpfer. Wir werden auch dann beim Haus der Begegnung noch auf die Rolle der Sozialdemokratie zurückkommen. Ich wollte noch eingehen auf der 75 Jahre Reichspogromnacht. Das Novemberpogrom hat sich zum Beispiel hier in Floridsdorf so ausgewirkt. Es gab ein Projekt vor einigen Jahren, Schüler adoptieren Monumente, wo eine Klasse des Gymnasiums Ödenburger Straße Überlebende der jüdischen Gemeinde ausfindig gemacht hat, in Floridsdorf eingeladen hat, sie befragt haben und aus einem Briefwechsel mit einem Herrn Schmuel Fein, der jetzt in den USA oder in den USA damals lebte, als das Projekt stattgefunden hat, der hat gesagt, dass er hat damals in der Donaufelder Straße gewohnt, 1938 zur Zeit des Pogroms, und er und alle Juden der Donaufelder Straße, deren man habhaft wurde, wurden verhaftet, in die Rosauer Kaserne gesteckt, und erst nach einiger Zeit kamen dann einige von ihnen wieder frei, und ihm ist es dann gelungen, nach Shanghai zu emigrieren. Eine Besonderheit der Floridsdorfer jüdischen Gemeinde war, dass einige derer, die flüchten mussten, einige Familien nach Shanghai ins damalige China emigriert sind. Viele sind auch in die USA gegangen, nach Großbritannien, einige über den Umweg der Tschechoslowakei auch in die Sowjetunion. Und damals war es eigentlich so, dass die Reichspogromnacht sozusagen der Auftakt war zur langsam beginnenden Massenvernichtung. Es hat 1938 schon mit dem Einmarsch, also mit dem Anschluss begonnen. Es sind Juden schikaniert worden, es sind jüdische Geschäfte beschmiert worden. Man hat dann ab Sommer haben dann viele jüdische Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen verloren, auch einige Floridsdorfer Gemeindewohnungen waren darunter. Man hat dann Verbote gehabt, also zum Beispiel in den Blochpark, der damals natürlich noch nicht so hieß, durften sich Juden gar nicht setzen, oder in die beiden Floridsdorfer Auparks oder in den Wasserpark, es war verboten, sie haben den Führerschein verloren, sie durften nicht ins Kino gehen, nicht ins Theater. Also es sind eine Reihe von diskriminierenden Maßnahmen, die dann immer schlimmer und immer drückender wurden, schon 1938 eingeleitet worden, und die dann schließlich, also vor allem dann mit Kriegsausbruch 1939 und dann noch stärker nach dem Überfall auf die Sowjetunion, also dann langsam zur Deportation und Vernichtung geführt hat. Auch schon nach wenigen Monaten durften jüdische Schülerinnen nicht mehr in ihre Schulen gehen. Sie wurden zunächst meistens in Schulen in den 20. oder 2. Bezirk
geschickt. Viele Floridsdorfer jüdische Jugendliche sind zum Beispiel in das Gymnasium in der heutigen, in die Schule in der heutigen Karajangasse beim Augarten gegangen. Ja, wie gesagt, also das waren so die Schritte. Zur Synagoge wollte ich auch noch was sagen. Also ich habe hier, man wird es jetzt vielleicht nicht mehr sehen, weil es schon dunkel ist, ein Foto noch von der Gedenktafel, die früher hier hing. Also man sieht, dass man sie fast nicht erkennen konnte, weil sie auf brauner Wand damals war, in Kupfer. Damals war der Forschungsstandort so, dass man vermutete, dass die Synagoge damals zerstört wurde in der Reichspogromnacht. Heute ist der Stand so, dass höchstwahrscheinlich schon kurz vorher die Synagoge nicht mehr als Synagoge bestanden hat und eben durch Kriegstreffer zerstört wurde. Das ist auch schon bei der neuen Gedenktafel sozusagen so gesehen, war das die Möglichkeit auch den Text zu erneuern bei der neuen Gedenktafel. gemacht wurde. Es gibt ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, das heißt Die zerstörten Synagogen Wiens, das ist vor 4 Jahren im Mandelbaum Verlag erschienen. Da sieht man, es gibt leider kein Foto von der Floridsdorfer Synagoge, aber es gibt Computerrekonstruktionen, die damals für dieses Buch gemacht wurden. Hier sieht man zum Beispiel die Ostfassade, die hier stand, auf der rechten Buchseite. So hat diese Fassade hier ausgeschaut. Ja. Und man muss dazu sagen, die Synagoge stand, also ungefähr wo wir hier stehen, wir würden jetzt praktisch in der Synagoge stehen, weil die Heinrich-Schindler-Gasse, also die heutige Freitaggasse, damals schmäler war als heute, sie ist später verbreitert worden und es war vorne die Baufluchtlinie. Das heißt, diese Fassade war ungefähr dort, wo die Autos jetzt stehen. Und es gab einen kleinen Eingang zu Beginn auf dieser Seite und dann später, weil gegenüber eine große Tonfabrik war, die Fabrik Lederer & Neschany. Und Neschany, die 1970 abgerissen wurde, wegen des Lärms hat man dann den Eingang verlegt in die Holzmeistergasse und man ist dann auf der Seite durch in den Hof hineingegangen. Ungefähr knapp 400 Sitzplätze hatte die Synagoge. Und auf der Seite hier waren 3 Rundbogenfenster und es gab unten im Parterre 250 Sitzplätze, ungefähr der Rest war in der Galerie. Die jüdische Gemeinde ist gegründet worden, offiziell, also die Kultusgemeinde Floridsdorf 1880. Es gab aber schon vorher eine jüdische Gemeinde. Die ersten Juden sind zugewandert in den 1850er, 1860er Jahren. Die meisten aus Mähren und aus der heutigen Slowakei, damals hat ja die Slowakei noch zu Ungarn gehört, zur ungarischen Reichshälfte. Viele waren damals Handwerker, Gastwirte, Händler, teilweise also in den Dörfern. Floridsdorf bestand ja damals nur aus einigen Dörfern plus aus dem Floridsdorf hier. In den 60er Jahren, also 1862, wurde der Minyanverein gegründet, aus dem dann später die Kultusgemeinde entstanden ist. Dieser Minyanverein, Minyan sind 10 Männer, die ein Gebet, einen jüdischen Gottesdienst sozusagen konstituieren können. Dieser Minyanverein hat sich um die religiösen Belange gekümmert, also um die Gebete, um die Religionserziehung der jüdischen Kinder. Die hatten anfangs in der Schlosshoferstraße einen Betraum, der aus 2 Zimmern bestanden hatte, wurde dann natürlich zu klein, als in den 1860er Jahren die Zuwanderung mehr geworden ist. Und man hat sich bemüht, eine Kultusgemeinde zu gründen, wurde 1878 beantragt, 1879 die Statuten anerkannt und 1880 konstituiert. Zu dieser Zeit gab es ungefähr 640 Juden in Floridsdorf und zu der Zeit gab es auch schon ein sehr aktives Gemeindeleben. Also es gab bereits 1877 den jüdischen Friedhof in der Ruttnergasse. Ich habe schon erwähnt, das Projekt, wo sehr viel an Forschung damals auch entstanden ist, rund um dieses Projekt von Schülern und Lehrern der Ödenburger Schule. Und 1877 wurde die Synagoge hier eröffnet. Also das waren sozusagen 2 wichtige Schritte. Es gab mehrere Vereine, es gab einen Talmud-Torah-Verein, der später entstanden ist. Es gab einen Frauenwohltätigkeitsverein, der am Anfang von der Gattin des Rabbi Josef Samuel Bloch gegründet wurde, dann später andere Vorsitzende hatte, die sich sehr gekümmert haben um soziale Belange, um Kinder, um Schulkinder, um schwangere Frauen, um arme Leute, also die sozusagen da sehr aktiv waren, dann auch im Ersten Weltkrieg sehr geholfen haben. Also es gab ein sehr reges
jüdisches Gemeindeleben. Nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg 1923 waren es 1676 Mitglieder und wahrscheinlich auch, also diese Stellung wurde ungefähr auch bis zum Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich gehalten. Damals war ja Floridsdorf nicht identisch mit dem heutigen Bezirk, sondern umfasste nicht Stammersdorf, dafür aber Teile des heutigen 22. Bezirks, nämlich Stadlau, Aspern, hier Städten und Kagran. Das war damals auch noch beim 21. Bezirk dabei. Es ist dann auch noch in den 1890er Jahren zur Kultusgemeinde Floridsdorf, dann noch Korneuburg, Groß-Enzersdorf und Gensendorf dazugekommen. Also die Kultusgemeinde an sich ist schon entstanden in der Zeit, wo es noch nicht einmal die Großgemeinde Floridsdorf gab. Die ist 1894 gegründet worden. Im Zuge dessen gab es einen Aufschwung, es gab einen Rabbinerwechsel. Also Bloch ist ja, wie ich schon gesagt habe, sehr aktiv gewesen, politisch auch als Reichsratsabgeordneter, hat dann sein Rabbinermandat zurückgelegt. Es wurde dann Heinrich Reich. Sein Nachfolger aus Mähren stammend, nördlich von Brünn, war Rabbiner. Der war nur wenige Jahre. Es gab damals auch Konflikte in der Ausrichtung, die dann überwunden wurden durch die Erweiterung der Gemeinde im Zuge der Großgemeinde Floridsdorf, als dann andere Minyanvereine dazu kamen. Dann wurde der Rabbinerposten neu ausgeschrieben und 1897 wurde dann Moses Rosenmann berufen, der praktisch bis zur Nazi-Machtübernahme dann Rabbiner war. Zunächst der Kultusgemeinde Floridsdorf und dann ab 1907, wir erinnern uns, 1945 wurde ja Floridsdorf als 21. Bezirk dann nach Wien eingemeindet. Da wurde dann auch die Kultusgemeinde Floridsdorf von der jüdischen Kultusgemeinde übernommen und zwei Vertreter der Floridsdorfer Gemeinde sind in den Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien dann eingetreten. Das Gemeindeleben, habe ich schon gesagt, war sehr, gab ein sehr aktives Gemeindeleben. Ich möchte jetzt einige Namen von einigen Familien, wo Ihnen die Namen vielleicht auch etwas sagen, Ihnen nur kurz vorlesen. Deutsch beispielsweise, da gab es Fußballspieler zum Beispiel bei FAC und bei Hakoa aus der Familie Deutsch, die Familie Diamant. Es gab auch eine Überlebende der Familie Diamant, die im Zuge dieses Projektes damals Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern hatte, die erzählt hatte, dass ihr Tante und Onkel damals hier in der Holzmeistergasse zwei Häuser weiter gelebt haben und von hier dann auch deportiert wurden. Da gibt es auch einige Gräber auf dem jüdischen Friedhof. Die Familie Dukes, Duldner, Eisinger, Glaser, Grünwald. Grünwald ist die bekannteste Familie, vielleicht, da sage ich dann noch was dazu. Heller, da gab es den Kabarettisten Fritz Heller, der mit Karl Farker schon mit anderen schon vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg beim Stimpel war und dann auch nach dem Krieg, den er überlebt hat, noch sehr aktiv war. Löwi, Wollitzer, Sinai werden wir noch bei den Geschäften am Spitz dann hören. Wimmer, Wodiczka wird auch noch. Grünwald, die Familie Grünwald ist also sicher eine der bekanntesten spielten also eine sehr wichtige Rolle in der jüdischen Kultusgemeinde. Viele Geschäfte gehörten ihnen auch. Und einer der vier Söhne des Moritz Grünwald, der erste hier in Floridsdorf heimatberechtigte Vertreter dieser Familie war, war der Großvater des Henry Grünwald, der von 1987 bis 1990 US-Botschafter in Wien war. Also es ist sozusagen dann nochmal, hat sich der Kreis geschlossen. Ich möchte jetzt zur Gemeinde nicht mehr viel sagen, nur so viel, dass die Berufe sich im Laufe der Zeit geändert haben. Also im Zuge der Industrialisierung, als große Zuwanderung war, sind auch industrielle Unternehmer nach Floridsdorf gekommen und dann als die Großgemeinde Floridsdorf entstanden ist mit den ganzen Institutionen, Bezirksgericht, Bezirkshauptmannschaft und so weiter, sind auch einige Akademiker, Rechtsanwälte und so weiter auch gekommen, die jüdische Gemeinde stark beeinflusst haben. Es gab auch mehrere Ärzte. Es gab drei
drei Rabbiner. Der erste war Bloch, der zweite war Heinrich Reich und Rosenmann war dann bis zum Ende, also bis 1938, ist dann nach Palästina ausgewandert und ist dann dort bei einem Bombenangriff im Freiheitskrieg oder im Unabhängigkeitskrieg umgekommen. So viel mal zur jüdischen Gemeinde. Wir gehen jetzt durch die Holzmeistergasse durch. Da habe ich schon gesagt, dass das Ehepaar Glaser von hier deportiert wurde. Auf der rechten Seite der Straße, wenn wir durchgehen, Nummer 9, sehen wir die ehemalige Gebietskrankenkasse, Floridsdorfer Bezirkskrankenkasse. Der Gründer Matthäus Hiester war ein sozialdemokratischer Funktionär auch, der zum Beispiel seine damalige Wohnung in der Gartenstadt, also im heutigen Karl-Seitz-Hof, verlassen musste, weil er mit einer Jüdin verheiratet war. Also wir werden auf dem Weg immer wieder hier solche Plätze sehen. Und wir gehen dann zur Angerer Straße und werden dort kurz dann vor dem Haus der Begegnung stehen bleiben, bevor wir dann zum Spitz weitergehen. Also wir sind jetzt im Haus der Begegnung, das 1964 bis 1968 errichtet worden. Und davor war hier das Floridsdorfer Arbeiterheim. In einem Gründerzeithaus war das. Seit 1909 ist es von der Sozialdemokratie als Arbeiterheim in Verwendung gewesen und war ein ganz, ganz wichtiges Zentrum des Roten Wien in Floridsdorf. Ist natürlich auch 1934 bei den Kämpfen des Februar 34 sehr umkämpft gewesen. Es war hier vorne, war ja der Bahnhof, der alte Bahnhof war ja nicht am Franz-Jonas-Platz, sondern hier vorne in der Nähe vom Werndlhof. Es gab hier in der Nähe 1934 Kämpfe und es gibt hier ein Foto, wie das Arbeiterheim ausgeschaut hat. Wie gesagt, das war ein Gründerzeithaus und das ist damals 1934 nach den Kämpfen hat das so ausgeschaut. Es gab auch ein Kino, das dann gebrannt hat hier. Und also es hat damals schon auch eine Bildungsfunktion gehabt, das Arbeiterheim. Und warum wir jetzt hier sind, das hat an sich jetzt nicht direkt was mit der jüdischen Gemeinde zu tun, aber mit dem Jahr 1938. Also mit sozusagen dem Anschluss, dem was davor und danach war. Es hat nämlich 1938 den Versuch gegeben, den Anschluss noch zu verhindern. Und Schuschnigg, also der Führer des Ständestaats, wurde also von Hitler massiv unter Druck gesetzt und seit spätestens 1936 ist er immer weiter zurückgewichen und hat den Nazis immer mehr Möglichkeiten in Österreich für Agitation eingeräumt. Und irgendwann ja, ist es ihm dann sozusagen selbst zu viel geworden und er hat dann eben der kurzfristig diese Volksbefragung über die Unabhängigkeit Österreichs sozusagen angesagt. Kurz davor gab es noch Gespräche mit Vertretern der damals in die Illegalität gedrängten Arbeiterbewegung. Es ist ja noch unter Dollfuß, also unter seinem Vorgänger 1934, brutal die Arbeiterbewegung niedergeschlagen worden. Es hat Hinrichtungen, alles Mögliche gegeben. Auch hier in Floridsdorf gab es, wie gesagt, Kämpfe. Aber die in den Untergrund gedrängte Arbeiterbewegung war trotz allem mehrheitlich für ein unabhängiges Österreich, wollte also nicht den Anschluss an Nazi-Deutschland. Und es hat eine Delegation von Floridsdorfer Arbeitervertretern, die wie gesagt im Untergrund waren, aber im Zuge dieser angespannten Situation wurden die von Schuschnigg empfangen. Das waren 14 Vertreter, geführt von Friedrich Hillegeist, der damals der Sprecher der Freien Gewerkschaften der Privatangestellten war, haben mit Schuschnigg geredet und die Forderung der Arbeiterbewegung damals war, also sie haben gesagt, sie sind bereit für ein unabhängiges Österreich zu kämpfen, auch die Regierung zu unterstützen, aber sie wollen die gleichen quasi Rechte an Bewegungsfreiheit, die die Nazis damals schon hatten. Die Nazis haben wesentlich mehr Möglichkeiten gehabt als die Arbeiterbewegung. Also es gab sogar damals schon in der Regierung nationale Vertreter und diese Möglichkeiten hatte die Arbeiterbewegung nicht. Über dieses Gespräch beim Schuschnigg wurde dann hier im Arbeiterheim berichtet. Es waren ungefähr 400 Funktionäre, wie gesagt, also quasi alle noch illegal irgendwie, aber die berichtet haben von diesem Gespräch mit Schuschnigg und dann nochmal bekräftigt haben, dass sie also für ein Österreich, für ein unabhängiges Österreich eintreten, da auch sozusagen ihre Unterstützung
kundgetan haben, aber gleichzeitig auch gesagt haben, dass also auch die Arbeiterbewegung selbst frei und unabhängig sein will und eben ihre Rechte haben möchte. Leider hat das dann nicht mehr jetzt geschichtlich gesehen was bewirkt, weil es dann Schlag auf Schlag gegangen ist. Es wurde dann die Volksabstimmung von Schuschnigg angekündigt, die musste dann unter Druck von Hitler wieder absagen und kurz darauf war dann der Einmarsch der deutschen Truppen und viele, die vorher schon illegal waren von der Arbeiterbewegung, waren natürlich danach auch wieder unterdrückt und sind also danach auch im Untergrund gewesen bzw. auch dann verfolgt worden, teilweise ins KZ gekommen, wobei die Kommunistische Partei damals die größten Opfer hatte. Es sind ungefähr zwischen 1938 und 1944 ungefähr 6.300 Kommunisten und Kommunistinnen verhaftet worden wegen politischer Tätigkeit und viele von ihnen auch hingerichtet worden. Und ja, es gab auch Exilvertreter, also einige sozialdemokratische Vertreter waren auch im Exil. Und hier, also die Bedeutung, wie gesagt, dieses Arbeiterheims war eigentlich, dass man 1938 einen der wenigen Versuche eines Schulterschlusses begonnen hat. Nur hat er leider dann 1938, also letztendlich nicht mehr bewirkt. Das war dieser kleine Exkurs und wir gehen jetzt weiter über den Bios-Barschplatz zum Spitz. Beim Bios-Barschplatz, weil es dann draußen kalt ist, dort wo heute die Kirche St. Josef ist, da war ein Pfarrer, der auch sehr aktiv war, der Pfarrer Rudolf Eichhorn, der in den 1880er Jahren zuerst Seelsorger und dann Pfarrer in Floridsdorf war, der sich sehr sozial engagiert hat für die Arbeiter, der allerdings wie viele der damals christlich-sozial Aktiven auch antisemitisch eingestellt war und der war so, wenn man will, der Gegenspieler des Rabbi Josef Samuel Bloch. Sie haben auf der einen Seite viel gemeinsam gehabt, haben fast gleichzeitig gelebt, also Bloch von 1850 bis 1923, Eichhorn von 1853 bis 1924, beide waren quasi religiöse Führer in Floridsdorf, beide haben versucht, sich der Arbeiterschaft anzunähern, beide waren auch Reichsratsabgeordnete, also etwas später nach Bloch wurde auch Eichhorn gewählt, als nämlich Schönerer wegen eines sozusagen wegen eines Übergriffes sein Mandat verloren hat, wurde er im Waldviertel, in einem Wahlkreis als Reichsratsabgeordneter auch gewählt. Also sie waren in gewisser Weise Gegenpole, aber man muss also bei allen Verdiensten, die der Eichhorn haben, eben den Antisemitismus also auch bei ihm als Wundenpunkt ins Treffen führen. Also er hat dem Bloch zum Beispiel vorgeworfen, mit seiner Rede die Arbeiter aufzuwiegeln und für anarchistische Attentate mit verantwortlich zu sein, was natürlich ein Blödsinn war. Über das werde ich jetzt aber nicht im Detail erzählen. Also so viel zum Bios-Barschplatz. Und es wurden auch, also noch in den letzten Kriegstagen, wurden von der SS 16 Wehrmachtsangehörige hingerichtet, die dann dort im Pfarrgarten also provisorisch begraben wurden. Also es gab in den letzten Tagen dann auch noch wilde also Erschießungen am Spitz. Werden wir das dann auch noch sehen, da gibt es auch eine Gedenktafel dann noch für Biedermann und Raschke. Also es wurden auch Deserteure in den letzten Monaten hingerichtet, war auch hier in Transdanubien, also in der Militärschießstätte, ungefähr wo heute der Donaupark ist, dort gibt es auch eine Gedenkstätte, also dort wurden auch in den letzten Kriegsmonaten noch Deserteure hingerichtet. Also das war dann sozusagen das Ende zu dem dieser 1938 begonnene Wahnsinn letztendlich geführt hat. Ja, so viel mal zu dieser Stätte und wir gehen jetzt über den Bios-Barschplatz und die Schlosshoferstraße zum Spitz. Hergekommen, da gab es zum Beispiel zwei Deportationen, auch der Broschüre, die der Verein heute verteilt hat, zu entnehmen. Jakob Hesky, geboren 1883, Schlosshoferstraße 12. Siegfried Löw, geboren 1888 in Wien, Schlosshoferstraße 21. Das sind zwei Häuser, die es heute nicht mehr gibt. Weil die Schlosshoferstraße Nummer 10, 12 und so weiter wurde im Krieg zerstört durch Bombenangriffe. Das ist, wo jetzt der Franz-Jonas-Platz ist, den gab es damals noch nicht. Und Schlosshoferstraße 21 auf der anderen Seite ist im Zuge der U6-Verlängerung weggerissen worden. Also da gab es zwei Bewohner.
Brünnerstraße beginnt hier. In der Brünnerstraße gab es mehrere Geschäfte, die arisiert wurden. So zum Beispiel die Rosenapotheke auf Nummer 37 oder Fahrradhandel Adolf Blum auf Nummer 45, die wurde von dem Mr. Dusiker damals arisiert. Also der hat sich das Fahrradgeschäft irgendwie unter den Nagel gerissen. Und auf Nummer 43, ich weiß nicht, ob du das weißt, Elisabeth, gibt es einen Stein der Erinnerung? Ja, ich weiß das. Der ist Brünnerstraße 43 und zwar Karl und Jenny Feldmann sind damals deportiert worden und vernichtet worden in Minsk 1941 mit ihrer kleinen Tochter. Und vor dem heutigen Bankgebäude in der Brünnerstraße gibt es wahrscheinlich den ersten Stein der Erinnerung, der in Floridsdorf angebracht wurde. Dieses Gebäude hier, man sieht es jetzt leider nicht sehr gut, das ist der sogenannte Lehndorfer Hof, der wurde 1906 bis 1908 errichtet. Vorher gab es hier das Gasthaus zum Goldenen Engel, das 1786 errichtet wurde, als Floridsdorf gegründet wurde. Also das alte Floridsdorf war ja dieser Straßenzug hier bis zur Schlosshoferstraße hin. Hier, das hieß schon Am Spitz, hier gab es eine kleine Siedlung, die hieß Am Spitz. Und wo jetzt das Amtshaus ist, ungefähr, war das sogenannte Spitzwirt. Also ungefähr um 1920 dieses Foto. Und da sieht man zum Beispiel hier Kleideretablissement Heinrich Sinai. Also die Familie Sinai, die also sehr bedeutend war in der Floridsdorfer Gemeinde. Und bei der Eröffnung des Flochparks 2002 war noch der Herr Erich Sinai, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, zum Beispiel noch dabei. Also dessen Familie gehörte dieses Kleideretablissement Sinai. Ja? Dann gab es hier am Eck gab es ein Herrenmodegeschäft in Holland, das auch arisiert wurde 1938, wo jetzt diese Schule ist. Das Bettenreitergebäude in der Mitte am Spitz Nummer 16. Das Gebäude stammt aus 1907, Baumeister Johann Molzer hat das errichtet. Das war damals das Kaufhaus Bodenstein, das war ein ganz großes Warenhaus. Und das ist auch 1938 also beschmiert worden mit Davidsternen. Es wurde dann geplündert, ist dann später arisiert worden. Und nach der Arisierung hieß es dann Kaufhaus am Spitz. Und das ist die Zeit, wo es Kaufhaus am Spitz hieß. Da hat es so ausgeschaut. Ja, also Wodiczka ist heute noch bekannt, nicht das mit dem Fotografen verwandt übrigens, aber ist heute, der Begriff Wodiczka ist heute noch bekannt. Ja, und das Wirtshaus am Spitz, das also ungefähr hier gestanden ist, das hat so ausgeschaut. Es war einstöckig und zwar, das wurde damals angeordnet von Kaiser Josef II., Der hat angeordnet, am Spitz, wo die Straßen zusammenlaufen, ein Wirtshaus zu errichten in den 1780er Jahren, das dann auch gleichzeitig natürlich wichtig war für die vielen Fuhrwerke, die aus dem Norden dann über die Brücke nach Wien gegangen sind. Die wurden hier gewechselt, da konnte man hier einkehren. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch Post hat es, hat eine Post auch drinnen gegeben. Es hat auch eine Zeit lang die Gemeindeverwaltung von Floridsdorf in dem Wirtshaus getagt. Es war einstöckig, was auch absichtlich war. Übrigens auch der Goldene Engel hier war einstöckig. Das wurde angeordnet, weil ja immer wieder Überschwemmungen auch hier waren. Und man hatte dann in den einstöckigen Häusern, in den oberen Stockwerken, dann die Bevölkerung immer in Schutz gebracht vor den Überschwemmungen. Und für die jüdische Geschichte hat das Spitzwirtshaus insofern eine Relevanz, weil so die ersten Juden, die so nach Floridsdorf gekommen sind, die waren auf der Tourreise und das waren galizische Viehhändler, die mit der Kaiser Ferdinands Nordbahn, die ja schon Ende der 1830er Jahre gefahren ist, also aus Galizien ihr Vieh praktisch nach Floridsdorf bzw. nach Wien gebracht haben. Die haben dann bei der heutigen Nordbahnanlage entladen und die haben dann oft hier übernachtet bzw. haben sich hier in diesem Spitzwirtshaus auch aufgehalten. Und dann das Amtshaus wurde 1901 bis 1903 errichtet. Damals hat man das Spitzwirtshaus abgerissen. Die Großgemeinde Floridsdorf war ja geplant eine Zeit lang auch als niederösterreichische Hauptstadt.
zu fungieren. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil 1945 schon die Eingemeindung nach Wien war. Aber die ersten Jahre war das Amtshaus auch das Rathaus. Und hier gibt es ein Foto aus der Zeit ungefähr auch um 1930, wo man noch die Floridsdorfer Hauptstraße sieht, die heute noch weitgehend unverändert erhalten ist. Hoffentlich bleibt so. Wir hoffen, dass auch eine Schutzzone da vielleicht irgendwann auch gemacht wird, um dieses Ensemble da vorne zu erhalten. Und hier sieht man, dass das Amtshaus damals noch einen Glockenturm hatte, der dann im Krieg zerstört wurde. Also hier sieht man es noch mit Glockenturm. Und hier, wie ich schon gesagt habe, viele Geschäfte, die in jüdischem Besitz waren, hatte. Und es gab auch in Floridsdorf, also auf der Floridsdorfer Hauptstraße, Arisierungen. Ich erwähne jetzt nur zwei. Glaserwerkstätte Otto Guthahn war in der Floridsdorfer Hauptstraße 32, also dort vorne. Und Floridsdorfer Hauptstraße 38 war das Sportgeschäft Andreas Fink. Beide sind arisiert worden. Und es gab auch einige Deportationen von Bewohnern, die in der Floridsdorfer Hauptstraße gewohnt haben. Also am Spitz 5, das ist hier drüben, gab es eine klare Hand. Der Floridsdorfer Hauptstraße 1, Walter und Mila Kohut deportiert. Floridsdorfer Hauptstraße 12, Benjamin Sparer. Floridsdorfer Hauptstraße 14, das ist, wo heute der Kreuzensteiner Hof ist. Moritz und Therese Kornstein deportiert. Floridsdorfer Hauptstraße 20, Helene Sinai, geboren 1910 in Wien, deportiert. Da gab es die Kunsttischlerei Sinai in der Floridsdorfer Hauptstraße 20, das ist eine Apotheke, ist in dem Gebäude heute auch drinnen. Und von dieser Kunsttischlerei Sinai, da gibt es ein Foto, also von diesem Gebäude gibt es ein Foto im Bezirksmuseum, das ich Ihnen hier auch zeigen möchte. Und zwar, da sieht man, das ist 1938, wo Nazi-Orden draufgeschrieben haben auf die Auslage Reif für Dachau. Also das ist so ein Beispiel für Vandalismus und für die Vorboten der noch schlimmeren Ereignisse, die damals zu gehen. Und jetzt also in der Dauerausstellung des Bezirksmuseums ist dieses Bild auch zu sehen, ist es sozusagen ein Zeitdokument auch. Und Helene Sinai war ja schon, die dort gewohnt hat, war eine, die auch deportiert wurde. Da gab es noch in der Floridsdorfer Hauptstraße keine. Es gab noch auf der Floridsdorfer Hauptstraße 24 ein interessantes Gebäude. Was jetzt sozusagen den Abschluss hier macht, ist auch gleichzeitig der Abschluss von dieser Epoche, nämlich Floridsdorf hat dann auch zum Kriegsende hier an der Spitze eine wichtige Rolle gespielt, eine traurige Rolle. Es gibt auch eine Gedenktafel, hier hängt auch ein Kranz. Biedermann, Huth und Raschke sind hier ermordet worden und man sieht, man hat auch hier ein, hier gibt es ein Foto. Sehr bekannt ist, das ist also, man hat ihnen eine Tafel umgehängt, ich habe mit Bolschewiken paktiert und hat sie sozusagen gelüncht auf dem Platz, da gab es noch eine kleine Grünfläche und da hat man sozusagen die drei aufgehängt. Das waren Wehrmachtsangehörige, die versucht haben, gemeinsam mit anderen, einige gab es auch, die das überlebt haben, die mit der Roten Armee Kontakt aufgenommen haben und versucht haben, mit ihnen zu erreichen, dass Wien kampflos übergeben wird. Das haben auch die Russen damals von Westen her Wien umzingelt, haben auch die Hochquellenwasserleitung nicht zerstört. Also sie sind sozusagen auf das eingegangen, nur wurde leider dieser Plan verraten und die drei, die man heute erwischt hat, hat man da aufgehängt und auch ein paar kleinere Soldaten auch noch mit erschossen und als abschreckendes Beispiel, und das war eine Woche praktisch vor dem Kriegsende hier, also Kriegsende war es noch nicht in ganz Österreich, aber am 15. April mussten sich die Nazis über den Biesenberg zurückziehen und praktisch dieser Teil Floridsdorfs war befreit und in den letzten Tagen hat man eben noch diese drei ermordet, die übrigens am Hitzinger Friedhof begraben sind. Ich wollte noch erwähnen, dass es auch in den letzten Monaten auch brutale Aktionen gab im Sinne von
Sklavenarbeit, dass also jüdische, also Mitglieder der, also ungarische Jüdinnen und Juden als Zwangsarbeiter 1944 nach Floridsdorf gebracht wurde. Es gab zwei KZ-Nebenlager, und zwar beim Mautnerschlössl in der Nähe und beim, an der Brünerstraße, wo später die Elin war, Hofer Schranz, wo also für Rüstungsbetriebe und für andere Betriebe Zwangsarbeiter, KZ-Insassen und ungarische Juden verwendet wurden. Viele sind dabei auch umgekommen, und von der Brünerstraße weg, von Schattelbergstraße, gab es auch einen viele Soldaten damals als dienstunfähig, als wehrunfähig praktisch beschrieben hat. Also der war auch ein Gegner der Nazis, und der wurde dann von den Sowjets noch eingesetzt als Bezirksvorsteher, der das er dann ein Jahr lang war. Der hat hier gewohnt, und in diesem Haus war damals die sowjetische Kommandatur untergebracht, und das ist ein recht nettes Foto, das in dem Buch Schauplätze der Geschichte Floridsdorf 1955 von Dr. Peter Schubert, das ich übrigens jedem sehr empfehlen kann, da sieht man den roten Stern und die Sowjetfahnen praktisch rund um dieses Eingangstor hier. Später war die Kommandatur dann in der Galvanigasse, wo dann auch das KPÖ war. Und in den ersten Tagen war es hier, am Spitz 9. Also das war dann schon quasi das Kriegsende. Und das Amtshaus war ja zerstört, der Turm war kaputt, das Dach war kaputt, und provisorisch ist die Bezirksvorstehung hier in diesem Gebäude, im ehemaligen Sparkassengebäude, dann drinnen gewesen. Ja, und dann kam es eben zum Wiederaufbau, der dann auch vieles zugedeckt hat, wo dann immer vieles der Mantel des Schweigens gedeckt wurde. Was halt für uns dann sozusagen schon das traurige Resümee ist, dass eben vieles der Floridsdorfer Kultur praktisch die fast die gesamte jüdische Gemeinde fördert und damit ein wichtiger Teil auch Floridsdorfer Kultur unwiedergründlich zerstört war. Und man kann also nur hoffen, dass sowas nie wieder vorkommt. Und ich glaube, auch in diesem Sinne werden wir jetzt die Liste hier wiedergeben. Stacheldraht mit Tod geladen ist um unsere Welt gespannt. Auf ein Himmel ohne Gnaden sendet Frost und Sonnenbrand. Fern von uns sind alle Freuden, fern die Heimat, fern die Form. Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, Tausende im Morgengrauen. Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stark dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad. Mach ganze Arbeit vergangen, Kamerad. Denn Arbeit, Arbeit macht frei. Vor der Mündung der Gewehre leben wir bei Tag und Nacht. Leben wird uns hier zur Lehre schwerer als wir's je gedacht. Keiner mehr zählt Tag und Wochen, manche schon die Jahre nicht. Und so viele sind zerbrochen und verloren ihr Gesicht. Und wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad. Mach ganze Arbeit, Bagan, Kamerad. Denn Arbeit, Arbeit macht frei. Schlepp
den Stein und zieh den Wagen, keine Last, seid ihr zu schwer, der du warst in fernen Tagen, bist du heut schon längst nicht mehr. Stich den Spaten in die Erde, grab dein Mitleid tief hinein und im eigenen